Und wir sind wieder zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind bei Sagitta in ihrer Haushöhle und es ist eigentlich ganz gemütlich hier. Sie hat sich hier wirklich schön gemacht mit dem Kamin. Ich frage mich nur, wo der Schlot hingeht. Ich glaube nicht, dass man oben aus auf der Höhle den Kaminschornstein sehen kann, aber... Das soll uns jetzt auch in dieser Sekunde nicht interessieren. Welche Tränke kann ich denn bei dir brauen lernen? Das habe ich noch nicht gefragt. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Bevor ich dir meine Alchemiekunst beibringe, werde ich dir erst unterbreiten, was du zum Tränkebrauen alles benötigst. Die Küche der Tränkebrauerei ist der Alchemietisch. Du brauchst dazu eine leere Laborwasserflasche, um den gebrauten Trank darin aufzubewahren. Dann fügst du die nötigen Ingredienzien hinzu und fertig ist der Trank. Dieses Wissen kannst du natürlich bei mir lernen. Ja, da haben wir es auch schon. Elixier der Geschicklichkeit, Mana-Essenz, Essenz der Heilung. Das Elixier der Geschicklichkeit ist ziemlich interessant, wenn wir tatsächlich jemand wären, der darauf angewiesen ist, Geschicklichkeitspunkte zu bekommen. Da ich das aber nicht bin, kann ich damit jetzt letztlich auch nichts anfangen. Wie ihr seht, bin ich übrigens schon wieder Meister. Ich weiß nicht, was das für ein Waffenbug ist. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ach, hier, guck mal einer an. Noch ein paar Dunkelpilze versteckt hinter den Strohballen. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie sicher und gesund hier rauskomme. Wie gesagt, da hinten sind die Drachensnapper. Und auf die habe ich ja mal überhaupt gar keinen Bock. Das ist ja auch komisch gewesen, warum die mir bis hierhin gefolgt ist. Das ist mir übrigens auch schon öfter aufgefallen. Ihr habt es ja gerade gehört. Der Uhu oder Shuhu, der da gerade im Hintergrund geheult hat. Man hört sie heulen, sieht sie aber nie. Bisschen merkwürdig, oder? Wo waren die Drachensnapper? Ich muss sie nochmal eben kurz lokalisieren. Irgendwo da hinten, ne? Dürfte ich jetzt hier ohne Probleme die Pilze looten. Ich denke übrigens, dass wenn ich jetzt mit Thekla gesprochen habe und nochmal den Eintopf bekommen habe, dass ich dann wieder Richtung Addon-Welt gehen werde. Beziehungsweise vorher werde ich natürlich noch die Talentpunkte lernen, um Meister hier zu werden. Das kann ich jetzt auch übrigens bei Ona machen. Kort müsste uns das eigentlich beibringen können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Junge, Junge, da oben ist jetzt aber auch gerade was los anscheinend, hä? Drei Blitze hintereinander. Hoffe, dass es jetzt langsam mal aufklart. Sieht gut aus, aber ne, ein bisschen Regen kommt immer noch vom Himmel. Schneien tut es in Gothic übrigens tatsächlich nie. Eigentlich komisch, denn da, wo Regen ist, normalerweise auch irgendwann Schnee. Ja, und da ist auch der Regen endlich weg. Hier, vielleicht kann uns der Gute da helfen, an den grünen Novizen zu kommen. Hey, you. Scheinbar nicht. Irgendwo muss ich den grünen Novizen herbekommen. Ich weiß gerade nur nicht, woher. Cypher vielleicht. Hey, you! Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich. Hat der vielleicht einen grünen Novizen? Nee, nur Stängelsumpfkraut. Das ist halt eben nicht das, was ich brauche. Ich brauche den grünen Novizen. Das hat er doch vorher gewusst. So, ich werde jetzt eben erst kurz mit Kort sprechen. Und da scheint noch jemand rumzulungern. Wer ist das? Patrick, was will der denn hier? Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann?
Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Das ist ja auch mal lustig. Ich wusste gar nicht, dass das ein Söldner ist, der Patrick. Das war der Sklavenanführer da bei denen, oder? Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Jetzt erinnere ich mich. Patrick, das war derjenige, der verschwunden war. Und da hatte ich da oben noch geguckt und hatte gesucht, ob ich da irgendwelche Infos finde, wo sich der aufhalten könnte. Hab ihn allerdings nicht gefunden. Der wurde entführt. Der wurde einfach klassisch entführt und wir haben ihn wieder zurückgebracht. Jetzt verstehe ich das Ganze. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Einhand. Wie viel brauche ich noch? Ich glaube, das reicht schon, oder? Du bist schon... 60, ja. Sehr schön. Gut, haben wir das auch hinter uns gebracht. So, jetzt muss ich mit Thekla quatschen. Und die Kräuterli abgeben. Und dann gehe ich in die Stadt, nach Corines, werde dort ein paar Waffen schmieden. Hier, das kann ich übrigens auch gerade machen. Ich kann meine Rohlinge herstellen. Was wir leider Gottes auch wieder einzeln machen müssen. Es ist einfach ätzend, liebe Leute. Es ist einfach ätzend. Das ist eigentlich eine ziemliche Zeitverschwendung. Man müsste eigentlich das Ganze so machen, wie es in Risen auch möglich ist, bei dem Kochen von Nahrungsmitteln. Bei dem Zubereiten von Nahrungsmitteln. Aber leider... ist das hier genauso wie mit dem Fleisch. Du musst jeden einzelnen Rohling selber ins Feuer halten und erhitzen. Und ich glaube, beziehungsweise ich befürchte, dass wir locker 30, 40 von diesen Schmiederohlingen haben. Ich guck nochmal eben kurz nach, bevor ich jetzt hier 2 Milliarden Jahre schmiede. Na, wo war es denn hier? Glühender Stahl. Haben wir gar keine mehr? Doch, 8 Stück noch. 8. 8 Rohstahl. 1. 2. 3. 4. 4. Ach, come on. Willst du mich verarschen, Bennett? Penner. Devastator. Es war genau so, wie du sagst. Das kann ja nicht so weitergehen. Und selbst ist aber nicht. Ich mach davon jetzt einfach mal ein paar. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Bis der Schmied wieder an seinen Armboss möchte. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Der weiß ja. Auch das ist eigentlich in einer gewissen Art und Weise nervig, weil du das Ganze halt einfach... Ah, siehst du jetzt, der drängelt sich immer vor, der Penner hier. Übrigens, den Schleifstein brauchst du tatsächlich nie. Okay, das war's jetzt schon. Gut, Thekla, bevor ich es vergesse. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe gehört, du hast Bennett geholfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Reife Leistung, Kleiner. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Okay, vielleicht kann ich hier und dort nochmal wiederkommen und Eintopf bekommen. Ich schaue jetzt mal eben kurz den Eintopf, kann ich mich jetzt schon mal essen. Ich werde mich da nicht anschauen. Wo ist er denn? Hier, das ist er doch. Genau.
2 Stärke dazu bekommen. Das geht auch auf jeden Fall schlechter, liebe Leute. Auf jeden Fall. So. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Kluges Kerlchen. Wie, aggro, wie schnell die immer aggro werden, ne? Stardor. Und der steht jetzt direkt vor meiner Nase und glotzt mich blöde an, ne? Eigentlich ist es ätzend, diese Aufgabe, wie gesagt. Gott, ich versau's auch immer. Ich muss einfach nur den Amboss benutzen und direkt drücken und nicht immer nach unten scrollen. Das habe ich schon wieder falsch gemacht. Oh Mann. Ich kann es mir nicht merken. Das ist eine ganz große Konzentrationsschwäche gerade, merke ich jetzt aber. Jetzt zack. Dann 3 nach oben. Amboss, zack, 3 nach oben. Amboss, zack. Jetzt habe ich es wieder versaut. So, ich mache noch 10 Stück. Und dann haue ich ab, versprochen. 1... 2. Nummer 3. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Nummer 4. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass es das teuerste Einhandschwert ist. Also damit kann ich wirklich gut verdienen. Das war Nummer 6. Jetzt kommt Nummer 7. Jetzt kommt Nummer 8. Nummer 9. Und Nummer 10. Okay. So, wie viel Rohstahl habe ich jetzt noch? Das hat er doch vorher gewusst, Finger. Wo sehe ich das jetzt nochmal? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hier müsste das irgendwo sein. Ich habe noch. Ne? 3. Ja komm, dann kann ich das jetzt eben auch noch schnell machen. Gewöhnliche Waffen. 1. Das müsste gleich richtig viel Kohle geben. Also ich denke, das könnten um die 10.000 Gold sein, die wir gleich bekommen werden. Ja, sehr schön. So. Harte Arbeit, die wird aber nachher auch bezahlt, liebe Leute, keine Sorge. Nach Corinnes. Corinnes. Teleport zur Taverne. Teleport zu Xardas, Großbauerburg. Hafenstadt. Und adios, liebe Leute. So. Da sind wir wieder. In der schönen, guten Stadt Corinnes. Mit Vatras muss ich auch quatschen. Aber erstmal jetzt unsere Beute abgeben. An Harald den Schmied. Wobei, hier, guck mal, ich kann mir mit Sicherheit hier auch schon wieder neue Schmiederohlinge kaufen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte. Ja, ja. Nee, der hat nix. Hab ich mir die schon gekauft letztens? Hey, you! Da bist du ja wieder. Jo. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 15.000 Gold. Also gut, liebe Leute, es ist tatsächlich, also ich glaube, also ich denke, da hättest du sämtliche Pilze aus ganz Corinnes und der Addon-Welt, aus ganz Corinnes und Jakendark einsammeln können und dann an Konstantino verkaufen können. Du hättest nicht ansatzweise so viel Gold davon bekommen. Eieieiei. Ist ja unfassbar. Zeig mir deine Ware. Unglaublich. Reine Lebensenergie, reines Mana. Interessiert mich nicht die Bohne. Flügel interessieren mich auch nicht die Bohne. Gut. Ja, einfach nur unfassbar. Liebe Leute.
Diesen glorreichen Moment werde ich nutzen, um hier Pause zu machen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Gothic 2. Die Nacht des Raben. Macht's gut. Ciao.